So, Freunde, willkommen zurück. GTA 5 Online. Ja, dritte Folge schon. Geht ratzfatz hier. Ich habe gerade mal ein bisschen Kohle zur Bank gebracht. Und wie der Zufall es will, sind wir wieder hier beim Ententeich. Das war tatsächlich nicht gewollt. Ziel ist natürlich immer noch aufleveln. Wir sind kurz vor Level 9. Wir haben jetzt so um die 30.000. Ich weiß gar nicht. Ja, doch, da oben rechts sieht man es. 30.000 haben wir schon verdient. Aber wenn wir hier gerade sind, ich habe euch ja versprochen, wir belohnen uns mal ein bisschen selber jetzt. Und hier am Ententeich erinnere ich mich, eigentlich geht immer ein bisschen was, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir schauen mal, wir fahren mal hier ein bisschen rum. Kann auch einfach noch die falsche Zeit sein. Hier geht gerade erstmal nicht so viel. Also wenn es sich ergibt jetzt, dann ergibt es sich. Wenn nicht, dann nicht. Ja, der ein oder andere wird sicherlich schon wissen, was ich vorhabe. Aber guckt mal hier drüben. Da steht doch was. Könnte das was sein? Ich weiß es nicht. Nee. Wohl nicht. Es wird aber langsam dunkel, von daher fahren wir hier noch einmal um den See herum. Ach, ich will euch das doch gerne zeigen hier. Nun gut. Gewaltsame Übernahme geht jetzt vor. Oh, da wartet mal da vorne. Könnte das eine leicht bekleidete Dame sein? Nein, leider nicht. So, von daher, zack, steigen wir hier mal mit ein, gewaltsame Übernahme. Oh, ich bin gespannt. Hört sich nicht schlecht an. So. Wir nehmen den Spezialkarabiner. 60 Schuss. So, kaufen wir nochmal nach. Eine leichte Panzerung natürlich auch. Ja, und dann wäre ich soweit. Oh, ein Level 1 Typ. Es gibt tatsächlich noch Leute, die sind noch schlechter vom Level her wie ich. Nicht schlecht. So, hey du Depp, ich habe da was für dich, wenn du interessiert bist. Die Lost Fel- kann ich leider nicht schnell genug lesen, habe ich nicht gut genug aufgepasst. Egal, wir machen mit. So, blöd ist natürlich, wenn man jetzt immer sozusagen bei Leuten mitmacht, die schon so hochgelevelt sind. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie der Host gelevelt ist, aber das birgt natürlich immer die Gefahr, dass die sozusagen, oh, guckt euch die Karre an, ey. Steigen wir mal mit ein. Dass die das Ding hier eigentlich im Alleingang durchziehen. Wahnsinnskarre, ey. Begib dich zum Drogendeal. Das klingt auf jeden Fall nach einer Schießerei. Wow. Alter, krasse Karre. Also es wird auch Zeit, dass wir jetzt mal uns unsere eigene holen. Aber wie gesagt, ich will erstmal eine Bude haben, von der wir dann immer wieder starten können. Denn all das hier ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber er kann auch nicht fahren. Also er könnte tatsächlich zu meiner Crew gehören. So. Deal, das Koks. So, ab in Deckung hier. So, ich bräuchte ein Medipack. Boah, von wo treffen die mich? Oh,
Man hat tatsächlich nur ein Leben, von daher muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Sehr schön, den haben wir erwischt. So, da hinterm Auto sehe ich noch einen. Den haben wir auch. Zwei Stück sehe ich auf meiner Karte noch. Wo habe ich den gesehen? Ich habe ihn gerade irgendwo zucken sehen. Ich würde sagen, wir schleichen uns hier mal von außen an. Aha, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Er ist dahinter. Ich bin fast tot. Ich muss mich mal kurz ein bisschen zurückziehen. Sehr schön. Unser Teamkollege hat ihn. So, ich springe einfach jetzt in den Wagen rein. Mir egal, ob dahinter noch einer ist. Und dann erstmal nichts wie weg hier. Ach Mensch, ich habe das Koks gar nicht. Ist das schlecht? So, dann bringen wir das... Oh, da kommen die Nächsten. Ich würde sagen, nichts wie weg hier. Nein! Sie haben mich erwischt. Sie haben mich gewischt. Oh nein, ich wurde gewischt. Oh, wir haben es nicht geschafft. Wie schlecht. Wie schlecht. Naja, immerhin hat sich mein Rang erhöht. Oh, mega der Fail. Mega der Fail. So, Wiederholung, ganz klar, ey. Also sorry, aber wie schlecht war das? Alle drei sind für Wiederholung sehr gut. Ah, ätzend. Also das war richtig schlecht. Vor allem, wo war unser dritter Typ? War der schon tot? Ich hab das gar nicht mitgekriegt, ey. Nicht mal, dass er überhaupt da angekommen ist. Wahrscheinlich irgendwo gechillt und sich gedacht, ach, ihr macht das schon. Ist mir doch egal. So, jetzt hau mal hier, ey, ganz ehrlich, ey, kann nicht sein, ey. Mist. Naja, aber er ist auch, oh, jetzt sind wir sogar zu viert. Schnieke. Schnieke, Schnieke. Level 33, Level 34, Level 9 und Level 2. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann müssen wir wohl aufgeben. Nein, so weit lassen wir es natürlich nicht kommen. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir das jetzt schaffen. So. So, ist hier irgendwo eine Karre? Ach so, wir sind hier schon direkt um die Ecke. Alles klar. So, direkt in Deckung hier hinter. Ganz kurzen Prozess wird hier jetzt gemacht. So, also hier wird nicht mehr lang gefackelt. Ich kann mir den Typen da leider nicht schnappen. Da sind eigentlich zwei, relativ gut. Hallo,
Sehr schön. So, das sieht doch ganz gut hier aus. Oh Gott, diese Verantwortung. Ich muss fahren. Ich habe das Koks. Ich bin nervös. Okay, unsere Crewmitglieder schützen uns von hinten. Ja, oder auch nicht. Boah. Sehr schön, da sind wir doch. Oh, lässige Dame hier. Ja, ich sag mal so, nur weil ich das so verantwortungsvoll gemeistert habe und übernommen habe, hat das geklappt. Cooler Vierer-Squad hier. Tja, ich war der Führer. Und deswegen haben wir die Mission erfolgreich absolviert. Oh Gott, was für eine schlechte Imitation. So, gefiel mir gut, sehr schön. Wir haben wieder gut Kohle verdient. Das läuft hier echt gut, also Respekt. So, was machen die? Die machen alle aktualisieren. Wieso drücken wir auch einmal aktualisieren mit? Gucken, worauf die so Bock haben hier. Drücke ich auch nochmal aktualisieren. Okay, ich wechsle auch auf den freien Modus. Ich würde sagen, liebe Leute, das mit der Belohnung hat heute leider noch nicht so ganz geklappt, aber das kriegen wir hin. In dem Sinne, seid gegrüßt, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Donato. Macht's gut. Ciao.